Willkommen zur FIFA WM 2018. Heute heißt die Begegnung Kroatien gegen Nigeria aus Kaliningrad. Heute die Partie, die letzte Partie des heutigen Tages. Ich bin der Dennis vom Kanal M615, Kommentator dieser Begegnung. Und wir schauen mal, wie das zweite Spiel der Gruppe D aussieht. Das erste Spiel, ein aufregendes Spiel zwischen Argentinien und Island. Heute Mittag, heute Abend, das zweite Spiel, Kroatien, Nigeria. So wie schon im letzten Spiel eben, das richtungsentscheidende Spiel. Als erstes die Hymne von Kroatien. Anschließend die Hymne von Nigeria. Ja, und damit kann die Partie losgehen, würde ich sagen. Beide Teams bei der letzten WM dabei gewesen. Kroatien im großen Blickpunkt gewesen, denn sie haben gegen Brasilien das Eröffnungsspiel gehabt, welches verloren ging. Mal schauen, ob es heute im Auftaktspiel besser läuft. Die Aufstellung von Kroatien mit dem 4-2-3-1. Also wie viele andere Teams auch. Als erstes schauen, beobachten, in welche Richtung wird diese Partie gehen. Kann noch irgendwie reagiert werden. Schauen wir mal. Nigeria, Aufstellung 1-1 kopiert. 4-2-3-1. Also keine großen Überraschungen. Auch bei Nigeria nicht. Ighalo vorne im Sturm. Und dann geht's los. Kroatien in den roten Trikots gegen Nigeria in dunkelgrün. Beide Teams. Viel Erfahrung bei FIFA-Weltmeisterschaften. Jetzt erstmal hier die erste Möglichkeit. Will hier mal direkt auch zeigen, Platz 2 ist holbar oder sogar Platz 1, denn die Argentinier, wie heute Mittag gesehen, haben schon gestrauchelt. Iwobi. Ah, diesmal kriegt Iwobi den Ball nicht. Brozovic. Und Modric. Kramaric. Ah, gegen Iwobi. Kramaric. Zieht er das Foul hier? Ah, zieht er das Foul hier? Aber das ist. Ah, das hat er wahrscheinlich anders sich vorgestellt. Gelb für Iwobi. Kramaric muss anscheinend erstmal behandelt werden. Ja, stolpert da so ein bisschen übers Bein. Den Freistoß wollte er haben. Freistoß Kroatien. Freistoß Modric. Normalerweise ein Spezialist. Ja, Ball. Abgefangen. Balligun. Und die Bobi. Kramaric kann aber anscheinend weiterspielen. Kramaric, Trikotzupfer. Perisic, schön der Ball in die Mitte und dann ist es das 1-0 für Kroatien. Und da zeigt man Cukic, was für Qualitäten er hat. Jetzt kann er sich nicht ganz entscheiden, in welche Richtung er will. Aber Cukic macht das 1-0. Mario Mandzukic.
Und da zeigt er ihm, was er drauf hat. Das Auge, wann er wohin muss. Das hat er. Und so hat er auch die Führung erzielt. Kroatien führt hier. Mit 1:0 durch Mario Mandzukic. Und damit ist Kroatien momentan Tabellenführer. Aber wir haben schon in einem anderen Spiel gesehen, das kann ganz schnell ganz in die andere Richtung gehen. Also sicher sein kannst du dir in der Situation noch längst nicht. 13. Minute. Kroatien führt. So, jetzt natürlich die große Frage, wird sich da jetzt auch hinten eingeigelt? Das hatten wir im Spiel vorhin, nachdem Dänemark die Führung erzielt hat, kam nicht mehr so viel von dem Team, aber anscheinend sieht Kroatien das ein bisschen anders. Perisic, na, nicht so ganz. Moses. Kann hier über die Flügel flitzen, denn die Verteidigung war ein bisschen weit vorne. Moses, Flanke kommt. Und der wird noch geklärt. Und Einwurf. Der wird dann noch geklärt. Das wäre dann ein Eckball gewesen. Einwurf Nigeria. Und kein Freistoß. Lieber wieder zurück zum Schiri, der zum Torwart. Wieder. Ah, kein guter Pass. Moses. Da geht in die Mitte. Aufgepasst von der Verteidigung. Kontermöglichkeit. Kroatien. Ja, machen das ziemlich langsam. Modric. Spiel Perisic. Rakitic. Guter Pass. Jetzt vielleicht wieder über die Mitte. Nein, diesmal versucht er selbst. Francis kriegt den. Eckball. Kroatien. Aber der wäre ans Außennetz gegangen. Bitter für Nigeria. Der wäre nur ans Außennetz gegangen. Es hätte Abschluss gegeben. So gefährliche Situation. Kopfball. Nicht ganz wie da Luftloch geschossen. Perisic. Und da ist er wieder. Perisic gegen drei. Da konnte er sich nicht durchsetzen. Moses. Ah, gefährlich. Gallo kriegt den nicht. Einwurf Nigeria. Moses. Mikel. Ah, durch die Beine hat nicht geklappt. Modric. Brozovic. Kamaric. Und Perisic. Guter Pass. Mandzukic fällt auf der 16er Linie. Der Schiedsrichter hat es anscheinend als nicht hart empfunden. Nächster Angriff Kroatien. Ja. Da hat Perisic wahrscheinlich jemanden erwartet. Der dann doch nicht da war. Mandzukic. Kamaric verliert den Ball. Konterchance für Nigeria. Siehe auch ruhig und langsam angehen. Da manchmal bringt das Überhastete nichts. Nee. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Wie wahrscheinlich Kroatien jetzt hier runterspielen wird. Ganz souverän, so sieht's aus. Unentschieden ist es nicht, sondern Kroatien führt hier mit 1:0 durch Mandzukic.
der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Und damit die Führung für Kroatien erzielt hat. 1:0 ab zur Halbzeit. Willkommen zurück zur Partie zwischen Kroatien und Nigeria. Kroatien in den roten Trikots, rot-weiß, und Nigeria in den dunkelgrünen Trikots. Kroatien, die pfiffigere Mannschaft, bislang auch mit einigen Chancen, haben auch die Möglichkeit gehabt, hier auf 2:0 zu erhöhen. Aber das Zielwasser hat noch bislang gefehlt. Schauen wir mal, ob es in zwei Halbzeit 2 jetzt anders wird, aber anscheinend nicht. Die haben immer noch das Gaspedal gedrückt. Modric, guter Pass. Und jetzt die Möglichkeit, Perisic, die kann er nicht verarbeiten. Schade. Abdullah. Und Moses. Miguel. Miguel, Flanke, komm, Flanke, geklärt, und es gibt Eckball. Ecke für Nigeria. 54. Minute. Und die wird Moses schießen, der ja bislang sehr auffällig wird. Flanke, super gemacht. Ja. Wenn dann der Abnehmer nicht da ist, und dann überstolpern sie sich da. Dann überlaufen die sich da. Und Glück für Kroatien, dass Nigeria den nicht genutzt hat. Diesen herben Fehler. Modric. Ah, die dürfen sich jetzt auch von diesem Fehler nicht verunsichern lassen. Es ist ja nichts Schlimmeres passiert. Zumindest aus Sicht von Kroatien. Nächste Möglichkeit für Nigeria. Flanke kommt. Flanke abgefangen. Rakitic. Jetzt wollen sie es wieder schnell spielen. Jetzt wollen sie den Gegner überrumpeln. Kramaric. Tempo wieder rausgenommen. Kramaric. Und kein Einwurf. Schon noch auf der Linie gekriegt, den Ball. Iwobi unbedrängt, den lassen sie da einfach laufen. Iwobi mit der Flanke auch weggeklärt. Aber so darfst du doch den Flügel nicht bewachen. Wenn du sie so bewachst, kann der da ein Gegentor fangen. Siehe hier, schöner Pass. Mandzukic, 2:0. Siehe da! Du darfst die Flügel nicht unbewacht behalten! Mario Mandzukic, zweiter Treffer! Und damit ist aktuell Torschützenliste ersten Platz Haller! Super gemacht! Schön in den Lauf! Mandzukic macht den 2:0 für Kroatien! Mario Mandzukic. Zweiter Treffer, 69. Minute. Und jetzt wirst du eben auch mal dafür belohnt, dass du vorne versuchst, Terz zu machen. Viele Teams im Wettbewerb haben es ja nach dem 1:0 eher eingestellt, nach vorne zu spielen. Haben eher versucht, das 1:0 über die Runden zu bringen. Aber heute die Kroaten nicht. Die spielen hier weiter offensiv. Modric. Auf dem Weg hier zum 3:0. Ah, versucht hier auszugucken. Hat nicht ganz geklappt. Da muss es nicht erreichbar. Für Miguel. Perisic. Und der Ball läuft souverän bei Kroatien.
Gut weggeköpft. Einwurf. Und die Chance für beide Teams zu wechseln. Kroatien wechselt. Kramaric geht. Pasalic nun aufs Feld. Einwurf Nigeria. Ihr selbst wechselt anscheinend nicht, trotz Rückstand. Vielleicht kommt denen ja noch die Idee. Vielleicht aber auch nicht. Nächste Möglichkeit Kroatien. Ball geht in die Mitte. Na, keine schwierige Annahme. Freistoß. Dann aufgelehnt. Nächster Wechsel bei Kroatien. Kovacic aufs Feld für Brozovic. Und noch wenige Minuten bleiben. Mandzukic und Perisic. Doppelpassspiel. Hat aber nicht zum Erfolg geführt. Trotzdem momentan Kroatien Gruppenerster. Mandzukic. Na, hat nicht ganz geklappt. Konterchance Moses. Wie gesagt, der flitzt hier allen davon. Aber eben das große Problem ist, er erreicht mit seinen Flanken eben nicht die Mitspieler. Und das ist dann das Problem. Ja, der Ball war nicht so gut von Modric. Trotzdem hat er ihn wieder. Ja, aufgelaufen. Und dann wird es das wohl gewesen sein. Kroatien gewinnt hier das Spiel souverän mit 2:0. Sie haben nie das Gaspedal verlassen. Und so haben sie hier hochverdient mit 2:0 gewonnen. Sind damit Gruppenerster vorerst. Und Mario Mandzukic mit den 2 Toren aktuell in der Torschützenliste der erfolgreichste Torschütze. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Aber hier endet das Spiel mit 2:0. Kroatien gewinnt. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.